gespielt, das epische Intro. Wir gehen heute auf die Serlis. Abfahrt Nordrinne. Zwei sehr nette Menschen hier neben mir. Ihn kennt er übrigens ja schon vom Blassengrad, vom Wettersteingrad, von der Alpspitze. Der genau. Felix mit Begleitung heute. Ich bin Maria, bin meistens mit Felix unterwegs und habe oft meine Hunde dabei. Heute natürlich mal nicht. Genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und schaut bei den beiden mal auf den sozialen Medien vorbei. Ich packe mal alles, was so anfällt, in die Infobox. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Okay, hauen wir ab. Das bist du, 0,1. So, jetzt geht's erstmal über den Normalweg auf die Serlis. Seht ihr übrigens schon da oben. Und den Rest zeigen wir euch. Hallo. Doch saukalt. Ja. So, dann macht er wieder seine schönen Fotos, der Felix. So Leute, jetzt kommt schon der Hang Richtung Serlisjöchel, also der Ausgangspunkt, wo dann die Leiter kommt und es dann auf den Gipfel geht, ist jetzt nicht mehr weit. Und dann haben wir einen schönen Blick nachher Richtung Stubaital runter. Ja, super Verhältnisse hier, Traumtag erwischt, super Schnee, sichere Lawinenlage, also verspricht ein guter Tag zu werden. Und vor allen Dingen hinten in der Nordrinne ist ja alles konserviert. Nordseitig, schattig und ich glaube, dass wir da geile Verhältnisse haben später. So, jetzt geht's deinen Spitzkern weiter. Super, oder? Fetter Sonnenschein. Genau. Super Panorama. Auf jeden Fall. Und ein bisschen Pulver. Und Carbon statt Kondition. Also ja. Bei mir. Genau. Ja, ich habe auch ein bisschen Carbon im Ski von dem. Okay, und das ist jetzt der Weiterweg. Ah, da sieht man schon jemanden an der Leiter stehen. Und ja, es wird echt geil nachher. Freue mich schon. So, das ist ja nett, Felix, dass du mich auch filmst. Seltene Aufnahmen. Jo, jetzt sind wir hier am Skidepot, also klassisch zum Sommerweg. Wir tragen jetzt aufgrund der Nordabfahrt die Ski und gehen jetzt hier hoch. Das ist so kurz Drahtseil versichert und dann ja nicht mal Einzelgelände, Gehgelände bis auf den Hochaltar Tirols. Und dann schauen wir mal, wo wir abseilen müssen. Danke fürs Filmen, Felix. Ja, wir shooten hier ganz gut. Das sind echt schöne Fotos hier in die Richtung. Voll geil. Richtig geil. Also wenn jetzt der Daumen nach oben nicht kommt, dann besuchen wir euch persönlich.
schöner Stapfschnee. Ihr seht die Markierung, die rote, ist genau der gleiche wie im Sommer. Und vielleicht noch so 100-150 Höhenmetern sind wir oben. So, der Habicht lässt grüßen da hinten. Der große Markante. Da hinten die Ruderhofspitze und das Zuckerhütl lässt sich auch sehen da hinten. Und die Stubaier Wildspitze und der Schrankogel zeigt sich. Schöne Aussicht. Ich hoffe, das ist nicht so windig gerade. Ich spreche jetzt direkt ins Mikro. So, jetzt sind wir hier hochgestapft aus dem Serlesjöchel oder Serlesjoch. Und jetzt geht es hier die letzten 10 Höhenmeter nach oben. Hier ist auch eine kleine Felsstufe. Und dann war es das. Und jetzt sind wir gleich da. Geilo. Ihr macht nichts. So, jetzt sind wir hier auf der Serles. Wunderschönes Gipfelkreuz. Coole Leute getroffen hier. Noch ein Zuschauer aus dem Stubaital. Grüße gehen raus. Und jetzt fahren wir gleich hier oder gehen runter. Felix und die Maria haben schon die Gurte angelegt. Einer der schwersten Gurte am Markt. Ein bisschen Equipment und eines der schwersten Seile am Markt. Just kidding. So, jetzt habe ich mit Felix den Gurt nachgekauft letzten Endes, den er am Blassen gerade dabei hatte, weil ich finde den echt geil, muss ich sagen. Also der alte Tiot in Ehren. Aber Gewicht ist einfach alles und wenn man halt schlecht beieinander ist, so wie ich, und schwach ist, dann ist das niedrige Gewicht natürlich wieder ein Vorteil, dass du die Tour vielleicht dann doch schaffst am Ende. Nicht bezahlt. Und ich muss dem Felix auch recht geben, der von Petzl, der neue, der kann da nicht mithalten, muss man echt sagen. Der neue Petzl ist ja mehr oder weniger eine Kopie und der ist nicht so geil. Wirklich, wir haben auf der Messe gesehen und das ist halt das Original und ja, wenn ihr wirklich was ganz Leichtes wollt, mit dem könnt ihr sicherlich auch auf Trails rennen und dann schnürt euch nicht. Geiler geht's halt nicht. Der Felix ist jetzt gerade abgefahren. Das kurze Stück und jetzt steigen wir hier. Das müsste jetzt die Richtung Nordwest sein ab. Man sieht Spuren, ziemlich abgeblasen alles und dann gehen wir jetzt Richtung Abseilstelle und dann schauen wir mal, wie es da aussieht von Verhältnissen. Freust dich, hä? Hoi! Yes! Hoi, wa! Elan! So geht's hier weiter. Da waren wir eben ganz kurz was Abschutzgelände, beziehungsweise hier auch. Ist gut gespurt. Und da vorne seht ihr an dem Köpfel, da wurde Stand gemacht. Und da schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wie es da runter geht. Wir machen uns jetzt bereit. Wir ziehen uns zur Sicherheit die Steigeisen an, seilen jetzt hier ab. Und für den Fall, dass wir rückwärts runter müssen, beziehungsweise an dem durchaus beschädigten Fixseil, was man im Internet liest, sind wir für alles gewappnet und können halt uns runterpickeln, als dass wir nachher da unten drin stehen und ja, geht irgendwas schief. Es geht schon gar nicht verkehrt mit denen. Petzl empfiehlt es auch, ich habe es letztens zur Genüge ausprobiert. Mit zwei, das geht wirklich gut, ich hintersichere jetzt auch nicht, weil das ist da nicht dramatisch. So, noch die Gloves und ab geht die Fahrt. Okay, blockiert, bis gleich. Ja, das Fixseil ist völlig im Arsch, ey.
passt. So, Felix ist unten, ich bin in der Mitte und da kommt jetzt die Maria runter. Ich halte es jetzt mal schön drauf. Mit einem 30er Seil sind wir jetzt so weit runtergekommen, also schaut ziemlich gut aus. So, liebe Zuschauer, ihr habt euch ja beim Grünstein beschwert, dass die Kamera nicht ganz gut eingestellt war. Ich hoffe, das passt jetzt besser. Dann seht ihr zwar meine Füße nicht so gut, aber dafür das, was mal was in meine Fahrtrichtung ist. Jetzt noch die Schuhe fix machen. So, viel Spaß, Felix. Geil, Mann.
place we could be. Yeah, yeah. Oh, what a hopeless place to be. Also, wir befinden uns jetzt gerade wieder am Aufstieg, sind jetzt gerade das Nordkar runtergefahren. War richtig cool. Ich hoffe, ihr habt die Aufnahmen genießen können. Ja, jetzt steigen wir ein paar Höhenmeter auf Richtung Wallfahrtskirche Maria Waldrast. Und da gibt es übrigens auch gutes Heilwasser. Das kann man sich, glaube ich, kostenlos zapfen. Das kippt nicht um. Und dann melden wir uns später zurück. Bis gleich. Also wir sind jetzt hier bei der Maria Waldrast. Hier gibt es das gute Heilwasser. Das läuft jetzt normalerweise, glaube ich, da durch den Brunnen. Und das soll laut der Sagen und Legenden nicht umkippen, solange das in sterile Gefäße füllt. Und ja, probiert es auf jeden Fall mal. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Mit Gottes Segen, ja. So, jetzt ziehen wir hier ganz kurz bis zum Auto raus und dann ist die Tour leider schon wieder zu Ende für heute. So, Felix. Ah ne, man macht zuerst die Mädels. Da machen wir machen Ghetto-Faust und wir machen Gangster. Genau, war geil mit euch. War sehr cool. Hat Spaß gemacht. Hat sich gelohnt, hierher zu fahren. Definitiv. Geile Abfahrt. Genau. Schnee war heute auch top. So, Jungs und Mädels, wir gönnen uns jetzt hier noch ein gutes Eis. Wo wir das gekauft haben, sagen wir euch nicht. Aber es schmeckt gut. Auf jeden Fall. Genau, also ich lasse jetzt erstmal die beiden hier zu Wort kommen. Wie fandet ihr das heute? Ja, auf jeden Fall richtig coole Tour. Und auch ein sehr schönes Ambiente. Also die Felswände sind echt schon imposant. Mhm. Und top Verhältnisse natürlich. War richtig geil. Vor allem das Abseilen, anschließend das schattige Abfahren mit dem geilsten Powder. Hat richtig Laune gemacht. Wie fandst du das? Ja, da hat sich der Aufstieg gelohnt, definitiv. Mhm. Schöner Aufstieg über den Normalweg und Abfahrt dann schön in der Nordrinde mit feinstem Pulver. Was will man mehr? Genau, also ich würde die Tour wirklich auch weiterempfehlen. Mittelschwierig, vielleicht technische Parts dabei, ja. Aber war geil. Seiltechnisch kann man vielleicht auch noch sagen. Ja. Oben reicht ein 30 Meter Seil für die erste Abseilstelle. Zweite Abseilstelle braucht man dann 30 Meter Doppelseil, also ein 60er, wenn man von oben abseilt. Mhm. Kann man alternativ auch abklettern oder umgehen. Ja. Aber wir würden, glaube ich, definitiv 60 Meter Seil empfehlen. Also oder? Im Internet steht 50 Meter und mir wird zugetragen von einer Bekannten, dass ein 30er reicht. Hat nicht ganz hingehauen, aber wir haben das Beste draus gemacht. Und genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Tour, Kommentar benutzen, einen Daumen nach oben geben, bei den beiden vorbeischauen, Kanal abonnieren und fit bleiben. Danke fürs Zuschauen. Ciao!